Video wollen wir uns zeigen, wie ihr als Verband oder DRV die Pässe, die beantragt wurden von den Vereinen, dann freigeben könnt. Ihr loggt euch hier ein, wieder mit eurer E-Mail-Adresse, eurem selbstvergebenen Passwort. Ihr geht über Menü, Lizenzen. Ihr seht hier die angeschlossenen Vereine eures, in dem Fall Landesverband. Für den RK Heusenstamm haben wir jetzt hier Anfragen. Ich habe aber nochmal hier Anfragen für die Regionalliga angelegt. Jetzt sehe ich hier die Beantragungen. Ich kann mir den Verlauf anzeigen lassen. Da gibt es keinen Verlauf. Das ist die Erstlizenz, die er hier beantragt hat. Ich kann jetzt hier die Lizenznummer sehen. Ich kann auf den Spieler gehen und sehe, okay, hier ist noch kein Passbild, das heißt, ich könnte es gar nicht freigeben. Ich sehe das Startabonnement, ich sehe die Lizenznummer, ich sehe eventuell eine alte Lizenznummer, die er hat, und ich sehe, dass er erste Reihe ist und nicht für Deutschland spielberechtigt. Jetzt kann ich sagen, okay, ich will den Pass freigeben und würde hier auf Akzeptieren gehen oder ich gehe auf Ablehnen, wenn ich den Pass ablehnen möchte. In dem Fall muss ich ihn ablehnen, weil hier kein Bild hinterlegt ist. Das heißt, ich lehne ab. Im Bereich für den Verein würde ich dann sehen, Pass abgelehnt worden ist. Ich sehe hier, für diesen Spieler ist der Pass abgelehnt worden. Das heißt, ich könnte hier nur einen neuen machen. Die anderen sind noch in der Bearbeitung. Wenn ich jetzt hier wieder hingehe und sage, okay, ich würde den akzeptieren. Das würde dann sich folgendermaßen auswirken für den Verein. Hier ist dann ein grüner Bereich. Die Spielerlizenz ist da und der Spieler ist spielberechtigt. Ja, das machen wir jetzt rückgängig. Ja. Die anderen, wie gesagt, abgelehnt. Jetzt kann ich den hier löschen, den Antrag. Wie gesagt, ich kann die aber auch annehmen oder eben ablehnen. Wir löschen die jetzt mal. Und mehr ist es an dieser Stelle für den Verband auch nicht.